Kartenautomaten sind etwas ganz Besonderes. Und weil sie so besonders sind, wird heute die erste Pokémon-Karten-Automaten-Europameisterschaft in Wien ausgetragen. Dieser Automat befindet sich in einem Pokémon-Kartengeschäft beim René und es gibt auch sehr schöne Einzelkarten, die ich nachher auch noch durchstöbern werde und eine Karte kaufen werde. Hier haben wir zum Beispiel drei schöne Psyanas und hier haben wir schon die Kandidaten. Wir haben Chris von den Card Heroes, auch Nocturne genannt, genauso wie Nicola, der ebenfalls Nocturne genannt wird. Und dann haben wir meine Wenigkeit Pokéash, auch Kikli genannt. Leute, yo, Chris hier von den Card Heroes. Ich werde heute gewinnen, weil ich habe die goldene Midas Hand. Servus Leute, Nidro hier. Ich bin von den Card Heroes, ihr wisst Bescheid. Ich bin der Best. Ich kenne dich vielleicht schon und ich werde den beiden mal zeigen, wer der beste Automatendreher in ganz Wien und Europa ist. So, dann spielen wir mal Schere, Stein, Papier. Chris ist raus, Nicola gegen mich und ich habe verloren. Nicola darf sich aussuchen, wer beginnt und er hat sich entschieden, dass er anfängt zu drehen. Zweiter Platz bin ich. Die Europameisterschaft werde ich gewinnen. Drehen, Alter, ich bin der beste Dreher. Kartautomaten drehen, ich habe schon viel Erfahrung. Ich habe schon im frühen Alter in der Schule Beyblade gedreht. So, dann geht's los. Nicola hat begonnen. Das war schon mal nicht schlecht. Okay, diese Karte. Und Galva, Holo. Ui. Wow! Bin ich in Führung, Jungs? Also zwei. So. Ui, okay. Okay. Lugia, ich mach ihn Lugia. Oho. Ui. Pikachu. Oh. Bonus, oder? Das ist ein Bonus. Ja, jetzt noch zwei Puls, war es nicht so gut bei mir. Das gibt's nicht, oder? Was hast du? Wow! Das schaut für mich so gut aus, die anderen haben nur schlechte Sachen gezogen bisher. Und ich habe schon zwei Hits. Ich werde gewinnen, ich fühle es, ich fühle es! So. Da steht schon 3 Euro. Psyana, okay. Okay, ist die Promo, gell? Promo, ja. Nicht schlecht, oder? Oder, Flop? Naja, schauen wir mal. Derzeit schaut es nicht schlecht aus, wir sind alles so auf Augenhöhe. Ja, dass der Chris führt zur Zeit, aber schauen wir mal. So. Au, Chumbluff. Chumbluff. Rosler. Ui, eine japanische. Oh, oh, na. Oh, oh. Leute, oh, oh, wie, ui. Verlierer, was passiert mit dem eigentlich? Ah ja, was passiert mit dem Verlierer? Was passiert mit dem Verlierer? Der Verlierer ist halt nicht der Weltmeister, der Europameister. Ja. Oh. Wow! Huh! Die Weltzahl? Also nein, Hundemann! Hundemann! Huh! Porygon Set. Flop. Not bad. Ihr sitzt zuerst. Oh. Alter. Das ist nice. Zeig mal. Da Karados Holo aus Celebrations. Okay, Leute. Die letzte Münze. Um alles oder nichts. Die wichtigste Münze, weil. Oh mein Gott. Warte. Du hast einen Witz, Scheiße. Kannst du guessen, was du gezogen hast? Ich sag Glurak. Ich fühle das Glurak, Leute, weil es ist. Oh, ui. Gott. Okay. Okay. Leute, die letzte Münze. Leute, ich hab's gewusst. Die letzte Münze, Alter. Die letzte Münze. Geil. Alter, er zieht einfach eine Goldkarte. Nee, das war's. Das war's für uns. Das schaut schlecht aus, ehrlich gesagt. Letzte Münze. Ich hoffe, dass der. Kann ich gleich anschauen. Tu es. Sag's. Ui. Was jetzt? Oh mein Gott. Oha. Echt? Nein. Ja. Okay. Seid ihr bereit? Ja.
Sleep. Ah, das tut weh. Gravados. Fokusan. Shit. Glückwunsch an Ninjo, Platz 1. Ash war nicht so gut, aber er muss halt ein bisschen trainieren, um mit uns Profis mitzuhalten. Pitz! Leider, wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für den Ash, das weiß er aber nicht. Und er hat nämlich die 5000 Abos geknackt, sehr ehrenhaft. Und er bekommt jetzt von uns eine kleine Box. Und los geht's. Geht's um ihn. Okay, ich gratuliere. 5000 Abos. Danke sehr. Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Echt krass. Also ich habe nicht gewusst, dass man dir das schenkt, ne? Und ich finde, wäre sprachlos. Also, was haben wir? 4 Booster, welche sind drinnen? Was ist das? Ich glaube Lost Origin. Also ich glaube nicht nur Lost Origin. Ja, ja. Dann wird doch wahrscheinlich... Also das, die haben mich echt überrascht, damit sie es nicht gestellt, ja. Die schenken mir diese Box hier. Verdient zu 5000 Abos. Ich bin mega gehypt. Also das werde ich dann zu Hause aufmachen, noch jetzt nach diesem Ding hier. Und da drüben ist eine Karte. So, wenn ihr schaut, werde ich mir, glaube ich, diese hier auch noch mitnehmen. Für 19 Euro ist, glaube ich, ein guter Preis von Clash Rebell, eine der besten Karten. Und ich mag die Karte, weil das sowas wie ein Idol ist für mich, der Giovanni. Du Freunde, ich glaube, viel vom Boss war ein mega Schnäppchen. Die Karte ist so genial. Eine meiner Lieblingskarten. Und schauen wir mal jetzt rein, was da drinnen ist. Die sieht um einiges cooler aus als die normale. Freunde, wir haben 1, 2, 3. Sie haben Battle Styles reingegeben, das gibt's nicht. Warum gibt man Battle Styles hinein? Das kann doch nicht sein. Das ist schon skandalös. Warum gerade dieses Set? Ja, es gibt so viel bessere. Linfo, Knofensa, Molung, Kramux, Gerada und Karlamus. Wow, der ist nice. Den kann man lassen. So, Chilling Rain, sowieso eine sehr coole Sache. So. Primova. Mhm. Also Schorge Herrschaft ist für mich eines der underratedsten Sets. Hügel des Zinnabos. Wow! Alter! Das gibt's nicht! Die Karte ist ja urschön. Die Karte wollte ich unbedingt haben. Alter, was für eine geile Karte. Schaut euch die mal an. Das ist ja urgeil. Lol. Ich kann nur sagen, danke an die Card Heroes, die mir diese Tin gespendet haben. Ich bin sprachlos. Wow. Schlechtes Centering, aber eine wunderschöne Karte, Mann. Card Heroes, vielen Dank für das. Das ist, ihr wisst, das ist eine meiner Lieblingskarten, das habe ich euch gesagt. Da. Mann, ich fühle mich echt wie ein Gewinner jetzt, obwohl ich dass die Europameisterschaft verloren habe. Pipi, Ampel, Schlurp, Sepa, LOL, der nächste Mini-Hit. Krass. So. Fukano, Schneckmark. So, Aufzieharm, Urgel. Okay, wow. Mann, was für ein Highlight. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Karte hier rausziehe. Das ist ja unfassbar. Optisch eine der besten Karten. Like das Video, lasst ein Abo da, Freunde, und wupp, wir hören uns.